Wir sind unterwegs in der Maramuresch-Region, die uns besonders gut gefällt. Diese ist sehr ländlich geprägt und wir haben das Gefühl, es geht hier etwas ruhiger zu. Wir begegnen zahlreichen Pferdekutschen und die Häuser sind mit bunten Mosaiken, wie es für diese Region typisch ist, geschmückt. So, jetzt gehen wir auf den Markt, rein ins Gewusel. Die Weintrauben schon hier. Blaue. Die Kleine, ja, ich glaube, die reicht für uns. Das ist jetzt unsere Ausbeute vom Markt. Es ist unglaublich günstig. Wir haben jetzt dafür 6 rote Zwiebeln, 2 Tomaten, 3 Tomaten, nee, 2 Tomaten, 3 Paprika, eine Aubergine, 3 Landgurken, 4 Pfefferoni und ja, ca. 1,5 Kilo Trauben. Insgesamt 2 Euro bezahlt. Das ist schon unglaublich günstig für uns. Ja, wir sind jetzt hier an einem Stellplatz angekommen, bei einer Pension. Und da lassen wir es jetzt heute nochmal ruhig angehen. Und morgen geht es dann weiter. So, was gibt's denn heute Leckeres? Traditionelle rumänische, weiß nicht wie die heißen. Schaut aus wie so Auszunge. Auszunge mit Käsefüllung. Genau, die probieren wir jetzt mal. Mal schmecken. Vielleicht. Kann man es genießen. Dann mach mal. Mach mal. Also ein Vortester. Ja. Okay, bitte. Dann mache ich einen Tester. Was ist denn da drin? Oh, das ist ja schon her. Das ist ein Gewürzzeit. Ja, mach mal. Ja. Kann man essen. Kann man essen. Mhm. Gut, und einen Ausblick haben wir natürlich auch. So, das Ding ist gefüllt mit Käse und schmeckt ehrlich lecker. Ist kalt, aber sehr gut. Für einen kleinen Snack, für zwischendurch. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Canyo. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own, on my own. Ja, wir schauen uns heute zwei der bedeutendsten Bukowina-Klöster an. Wir sind jetzt eigentlich keine Fans von Kirchen und Klöstern, sind aber der Meinung, dass diese zur Kultur Rumäniens gehören und die sind wirklich sehr sehenswert.
das Hauptgebäude. Es ist wirklich außen und innen mit Malereien bestückt. Das seinesgleichen suchen. Also es ist wirklich wunderbar zum Anschauen. Die Malereien stammen aus 1300? 1364 ist das Kloster gebaut worden. Und da sind die Malereien teilweise aus dem Jahre 1364. Das Gebäude hinter uns war komplett zerstört, wurde 1954 renoviert. Und die Renovierung dauerte von 1954 bis 1960. Das ist jetzt das zweite und letzte Bukowina Kloster, das wir uns anschauen. Das ist das Kloster Sukevita und ist 38 Kilometer von dem anderen entfernt. Ja, nach dem Besuch der beiden Klöster haben wir jetzt ganz in der Nähe einen Campingplatz ausgesucht. Den haben wir jetzt heute genutzt zum Wäschewaschen. Und jetzt lassen wir den Tag ausklingen mit unserem Lieblingsgetränk, mit dem Aperol Spritz. Und wie ihr im Hintergrund hört, ist eine rumänische Familie, beziehungsweise mehrere rumänische Familien da, die wohl wirklich eine schöne Abendmusik für uns machen. Genau, die singen und spielen zum Gitarre. Zum Ausklang des Tages. Genau. Ja, wir genießen das jetzt hier und morgen geht's dann wieder weiter. Dann, Chin Chin. Prost. Auf euch, ja. So, und wie ihr seht, war ich beim Friseur bei meiner Frau. Ich schaue ja aus wie ein Igel, aber das ist ja völlig egal. Die Sommerfrisur. Die wachsen schon wieder nach. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what,
say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. Wir sind jetzt in Kreuzburg an der Bistritz und da kommen wir mit der Gondel auf den Berg rauf fahren. Da fahren wir mit der Gondel und mit der Seilbahn über die Stadt drüber und schauen wir uns einmal hoch, ob es uns gefällt. Und los geht's! Ja, I got you, I got you, I got you. Ja. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say me. Das ist jetzt der Blick über die Stadt. Und wenn wir jetzt unsere Ski dabei hätten und Schnee liegen würde, könnten wir jetzt mit den Ski runterbrettern. Und der Blick auf die andere Seite. So, jetzt geht's wieder nach unten. Und wir haben so einer affenartigen Geschwindigkeit. 6 Meter pro Sekunde. Pascal. Also das ist kein Wein, das ist eine Johannisbeerschorle. Ja, wir haben heute einen besonders schönen Stellplatz ergattert. Und zwar ist der 7 Kilometer außerhalb von Kreuzberg an der Bistritz. Und der ist bei der Pension Octagon. Und zwar dahinter. Auf einer Wiese und da gibt es einen kleinen Pool. Aber der ist eiskalt. Der ist eiskalt, aber für die Füße ist ganz gut so. Ja, da lassen wir jetzt den heutigen Abend wieder mal ausklingen. Und morgen geht's dann weiter. Und wir haben den ganzen Platz für uns allein, wie fast jeden Tag. Touristen sind momentan echt Mangelware. Deutsche haben wir jetzt vielleicht 3 oder 4 gesehen, ansonsten ja höchstens Rumänen, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Österreicher. Und ein paar Österreicher, genau. Na, uns soll es recht sein, wir mögen das so einsam. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten hier eine gute, ruhige Nacht. Uns gibt es wieder mal Müsli zum Frühstück. Und wir fahren dann weiter in die Pickardschlucht. Ja, herrlich am Sonnenschein heute. Ja, die Pickardschlucht ist ca. 30 Kilometer von hier entfernt. Das soll ein Naturhighlight Rumäniens sein und links und rechts 300 Meter hohe Felswände haben. Ja, wir fahren da mal durch, mal schauen. Und dann geht's weiter zum Roten See. Und wenn es also dort gefällt, bleiben wir eine Nacht. Genau, da gibt es einen Campingplatz, den La Cool Rosu. Das soll wohl recht schön sein, aber das entscheiden wir dann spontan. Okay, ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Aber sonst schmeckt denn das Müsli? Why don't we go back to, never wanted to end it like we
like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Nachdem wir jetzt durch die Bikatz-Schlucht gefahren sind, sind wir jetzt am Lac Colrosou am Roten See. Der ist zwar nicht rot. Und da werden wir jetzt eventuell mit dem Ruderboot mal fahren. Der liegt sehr malerisch. So, und um den See führt der Wanderweg. Der ist 4,3 Kilometer lang, 80 Höhenmeter, also ganz bequem. Und den gehen wir jetzt mal rum. Wir sind jetzt ca. 3 Kilometer vom Roten See entfernt auf einen Campingplatz gelandet. Der heißt genauso wie der See Lac Roseau. Lac Colrosou. Lac Colrosou. Und das ist ein wunderbarer Platz. Kostet 7 Euro die Nacht. Schaut sie an, das ist wirklich schön. Ja, sehr schön. Überall Feuerstellen. Sitzmöglichkeiten. An einem kleinen Bach. Wunderschön gelegen. Ist zwar an der Hauptstraße, aber nachts ist ja sowieso nichts los. Nachts ist Totenstille. Genau. Ja, wir stehen jetzt heute seit Nachmittag am Camping am Lac Vantuana. Hier soll wohl das größte Bärenaufkommen ganz Rumäniens sein. Und der Camping war bis vor 2-3 Jahren noch nicht gesichert. Jetzt ist er wie ein Hochsicherheitstrakt. Es ist rundum abgesichert mit Elektrozäunen und Bewegungsmeldern, Kameras und große Hunde sind hier. Die Ranger sind jetzt alle gefahren. Und die haben uns jetzt aber gesagt, dass wohl eine Mutter mit 3 Jungen unterwegs ist. Aber die kommt meistens nur nachts. Da bräuchte man jetzt eine Wärmebildkamera, die wir natürlich nicht haben. Wir hoffen, wir überstehen die Nacht gut. Wir haben heute beim... Bei der Fahrt hierher haben wir einen gesehen, der war direkt neben der Straße gelegen. Ja. Also da hätte ich rauslangen können, der war vielleicht einen halben Meter vom Auto entfernt, war er gelegen und hat sich so ausgeruht. Genau. Ja, das wird wahrscheinlich der einzige Bär sein, den wir jetzt hier in der Gegend sehen. Leider. Aber vielleicht ja morgen nochmal, wenn wir wieder rausfahren aus diesem Nationalpark. Der Camping kostet inklusive Eintritt in diesen Nationalpark umgerechnet 15 Euro. Und dazu gibt es Duschmarken und einen 5 Liter Kanister Wasser. Genau. Ja, es ist ziemlich frisch geworden nachts. Ja. Und ja, jetzt schauen wir und hoffen wir noch auf einen Bären. Dann bis morgen. Das ist jetzt im Campingplatz. Alles abgesichert. Mit Elektrozaun. Bewegungsmelder. Aber sehr idyllisch.
Wirklich schön hier. Hinter uns steht die Burg Rupea oder auch Reps. Ja, und die steht ja seit 1334 und war über Jahrhunderte Sitz des Verwaltungsoberhauptes. Jetzt ist sie renoviert und wir besuchen sie jetzt. Bären haben wir gestern leider keine mehr gesehen. Schade. Sehr schade. Naja, los geht's. Drauf aus, da hinten im Brunnen reinfallen. Also, das ist ein Problem weniger. Auf jeden Fall. Wir haben den Rundgang durch die Burg momentan, also wir haben den Rundgang durch die Burg beendet. In früheren Zeiten waren ca. 100 Wohnhäuser in dem Innenhof der Burg, die bewohnt waren. Irgendwann wurden sie zerstört, wahrscheinlich von den Türken, den Türkenkriegen. Aber da kann man nicht sagen. Ansonsten ist die Burg sehr gut restauriert worden. Ja, und der Eintritt kostet übrigens pro Person 2 Euro. Genau. Und weiter geht's nach Wiskri, Deutsch-Weißkirch. Zum Essen. Hoffentlich. Close your eyes. Get some rest. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall. Gonna be okay. The sun could go out. We're gonna be okay. If all the blue.
Ja, und Kühe, Ziegen und Pferde stehen den ganzen Tag auf der Weide. Und so gegen 19 bis 20 Uhr kommen die alle von alleine zurück und jede geht nach Hause. Jede kennt ihren Weg. Mit diesen Aufnahmen beenden wir den dritten Teil. Wir sagen danke fürs Zuschauen und hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, uns einen Daumen nach oben zu geben und fleißig in die Kommentare zu schreiben. Wir würden uns freuen, euch auch im vierten Teil wieder dabei zu haben. Bis dahin, Servus von den Reisefanaten.